Platz für Wodka K. Wodka K. Herzlich willkommen, neue Ausgabe OneXTV. Bei mir wieder ein frenetischer Gast. Herzlich willkommen, Markus Braun. Salut, tschüssi. Hoi zusammen. Markus, wir haben dich schon mal zu Gast bei uns gehabt. Ist noch nicht einmal so lange her. Jetzt geht es wieder richtig los. Erzähl mal, was hat dich wieder hierher gezogen? Wieso bist du gerne wieder gekommen? Über was reden wir heute? Ja, wir haben letztes Mal ein gutes Gespräch gehabt. Ist wieder ein Zeitchen her. Und die Zeit ist wieder gelaufen. Es sind viele neue Sachen passiert. Ja. Also, schau, was du für interessante Fragen hast. Ja, du, ich würde sagen, nicht so viel, aber sicher die ich mache, sind sicher interessant. Spass beiseite, Markus. Wir haben uns erst mal getroffen wegen dem Video Gangnam Style. Ja. Tun wir mal jetzt ein bisschen repetieren. Sagen wir mal, was haben wir alles erlebt? Du hast das erste Mal, als du zu Gast bei mir warst, gesagt, wir haben 1000 Klicks. Ja. Wie viele sind es mittlerweile? Das war ein Tag später, gell? Zufällig. Mhm. Tag nachdem wir es online gestellt haben. Und mittlerweile haben wir über 75'000 Klicks. Ja. Das ist schon viel. Nicht schlecht. Ja. Also von 1'000 auf 75'000. Ja. Aber es hat doch auch Gründe gehabt, wieso du so viele Klicks gehabt hast. Du bist ja noch angefragt worden, ja, von den 20 Minuten. Du bist noch Radio 32 Gast gewesen, gell? Mhm. Was hast du jetzt so erlebt? Wie ist das gegangen nach dieser Sendung bei mir? Was ist noch alles so erlebt? Ja, mit schon. Also, ich bin... Egal, wo ich reingekommen bin, ich habe immer jemanden gehört, hey, ich hatte zu viel Wodka und so. Also, eigentlich alles positiv. Ich hatte nie ein negatives Erlebnis unterwegs. Außer Kommentare, die halt Leute im Internet geschrieben haben. Oder? Wie bist du umgegangen mit dem? Jetzt haben sie zum Beispiel geschrieben, ja, Markus, anhand von diesem Bericht von 20 Minuten habe ich das ja auch gesehen. Und wir haben dir ja geholfen, das Video zu realisieren. Nehmen wir durch, haben ja die Leute recht, man hat ja den Alkohol nicht pushen, dass man besoffen ist. Und du hast sogar erwähnt in der Sendung, wir haben sogar gegen Drogen. Ist aber es beißt sich irgendwie. Jetzt, wie bist du umgegangen mit diesen Kommentaren? Ist das dir einfach kalt oder Rücken ab? Wie bist du mit dem umgegangen? Ja, es ist halt, ich denke, die Leute lieber negativ über etwas schreiben als positiv. Oder? Und das hat mir auch geholfen, eigentlich, da die Zeitung negativ über mich geschrieben hat, über das Thema. Das hat es erst interessant gemacht. Sonst wäre es gar nicht interessant gewesen. Wenn ich geschrieben hätte, oh, geile neue Song, hat es gar nicht mehr interessiert. Oder? Wie sind die Medien auf dich zugekommen und das Radio? Ich meine, Song hast du gemacht durch YouTube? Oder wie sind sie auf dich, das Radio 32 zum Beispiel? Ja, die haben das auch gesehen. Ich denke, in der Zeitung auch. Ich denke, in den Medienberichten haben sie das auch gesehen oder im Radio gehört. Diverse Radiostationen haben ja den Song auch noch gespielt. Habe ich gehört, leider habe ich selber nie gehört im Radio. Finde ich noch schade, aber die Leute haben es eben, Feedbacks sind da gewesen von den Leuten. Und ja. Würdest du wieder so eine... Bin ich dran, absolut. Ich habe diverse Aufträge bekommen. Und ja, also ich habe nicht jedem zugesagt, weil es muss für mich stimmen. Ich mache einen Song, ich werde in Zukunft auch mehrere Songs machen, wenn mir das passt. Am Schluss ein Produkt, dann tue ich das online und sonst tue ich das gar nicht veröffentlichen. Wenn das mir nicht 100% passt, wollte ich das nicht veröffentlichen. Dann konnte ich mich nicht schämen. Aber was machst du jetzt, wenn du wieder Feedback bekommst? Ja, merke ich, das war nicht gut. Und ja. Du hast jetzt auch gerade kürzlich Harlem Shake. Sind wir auch dabei gewesen? Wie ist dort der Erfolg? Ja, das war so ein Gag, weil ich habe das mitbekommen, eigentlich auch ein bisschen spät mitbekommen mit dem Harlem Shake. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir sofort einen machen. Und dann hat leider alles nicht so ganz geklappt, wie ich es mir erwünscht habe. Obwohl, es ist ein super Harlem Shake geworden. So ein typischer Harlem Shake, wie es halt ist. Ich würde sogar sagen, ein bisschen besser als andere. Aber gleich nie das, was ich mir erwünscht habe von dem Ganzen. Aber es ist okay, wir haben das gemacht. Und ja, wir reden auch darüber. Merke, was ist besser gewesen als andere? Wenn wir so ins Detail gehen. Wo ist er gedreht worden? Fangen wir mal so an. Das war in Mundlingen, Kartbahn Mundlingen. Da möchte ich noch gerne danken, Merk Münder, dass er das für uns so ermöglicht hat. Also er hat diverse Gruppen abgesagt wegen dem Event und alles. Und, ja, war super gewesen. Wir konnten auch richtig machen und tun, was wir wollen dort drin. Und er hat uns dabei super unterstützt. Ja. Es war auch schön, dass so viele Leute eigentlich mitgemacht haben, eher auch spontan, gell? Ja, es ist eben, wir haben eigentlich relativ viel Werbung gemacht für den Harlem Shake. Leider. Aber es war sehr kurzfristig. Leider sind aber viel zu wenige Leute gekommen.
Weil ja, es ist halt schon schwierig, die Leute an Ort zu bringen, wenn nicht alles gratis ist und noch Zeug verschenkt wird und so. Aber es ist gleich, es ist lustig. Ich habe die Leute mitgemacht, die haben noch nie einen Harlem Shake gesehen. Mhm. Aber die haben das super gemacht. Ich habe denen gesagt, wie sie sich bewegen müssen. Oder einfach nicht bewegen. Ich habe gesagt, hey, mache ich lieber nichts als das, was er gerade machen will. Das ist auch cool, oder? Ja, aber es war ja gelungen. Und sowieso, so ein Harlem Shake ist ja ein bisschen individuell. Also jeder macht noch auf seine Art. He? Genau. Ich habe ihn fast noch etwas spezieller gemacht, würde ich sagen. Weil normalerweise ist es eine Aufnahme, ich habe das aber nicht so wollen. Ich wollte, dass es auch noch ein bisschen Zwischenaufnahmen, Nachaufnahmen gibt und so. Und ja, das ist eigentlich relativ gut. Hat gut geklappt, Mann. Ich muss sagen, schlussendlich hat es sich gelohnt. Aber merke ich, wüsste von dir, oder könnte mir vorstellen von dir sehr gut, dass du etwas selber noch würdest, von dir aus auf den Markt bringen, sage ich mal. Einen eigenen Song. Also nicht, das ist nicht böse gemeint, das ist eine Kopie. Es ist ja sehr lässig und lustig. Aber kannst du dir jetzt wirklich vorstellen, du den Merke selber? Ja, da bin ich schon seit längerem dran. Ja. Es ist einfach brutal schwierig. Mhm. Weil ich habe ein Musikprogramm gekauft für auf dem Computer, aber da wirklich von Grund auf einen Song ohne Unterstützung ganz allein ist extrem schwierig. Und es ist aber auch nicht, ich finde es auch nicht lustig, oder allein daheim oder einfach allein vom Computer das zu machen. Wenn man nur schon das Zweite wäre, oder? Und ich kann sagen, ja, da und das, oder? Das wäre interessanter, oder? Da könnte ich noch ein bisschen Unterstützung brauchen. Ja. Den Text den mache ich allein, da gehe ich und das funktioniert. Aber der Beat ist halt schon brutal schwierig. Das, vor allem, wenn man es selber macht, ist es noch schwieriger, irgendwie, dass einem wirklich gefällt. Oder? Was mir einfach an dir gefällt, ist, merke, du hast einfach deinen eigenen Stil, sage ich jetzt mal, durchziehen. Du hast einfach deine Art, wie du das machst. In Zukunft hast du mir mal ein geflüstert. Könntest du dir sogar vorstellen, eine Partnerin oder einfach jemand mit einer Frauenstimme, wenn du jetzt alles singst? Also ich bin dran mit jemandem. Darfst du schon verraten? Komm. Nein. Wie gesagt, ich bin eigentlich sage lieber weniger als zu viel. Oder ich kann jetzt mal nicht sagen, ich mache mit dem und mit diesem und so. Und das ist nicht so. Das heisst, ja, der hat auch geträumt oder so. Das wollte ich nicht. Musst du nicht zu viel verraten? Ja, ich sage lieber weniger als mehr. Und mach dir mehr draus. Verstehst du? Merke, bevor wir wirklich tiefer ins Thema gehen und vor allem noch so gewisse Sachen, die du jetzt erlebt hast im Wochenende, würde ich noch schnell sagen, aus Neugier die erste Sendung von uns schnell zeigen. He? Machen wir das. Also, wir sind gleich wieder zurück für Sie im Studio. Autorennen und singen, mit dem bin ich aufgewachsen. Und irgendwann war es Michael Jackson. Crazy tanzen und so, genau wie er. Also du passt eigentlich wirklich zu mir und zum AG. Mit Black Flag TV passest du wirklich sehr gut. Also der Michael Jackson ist wirklich ein Idol für viele Leute. Ja, also zuerst ist mehr Rock gewesen, ganz früher. Aber da mag ich mich fast nicht mehr zurückerinnern, weil es wirklich lang her. Der Elvis, King of Rock. Und dann, der King of Pop. Also schön, eins nach dem anderen. Oder King of Rock and Roll. King of Rock and Roll. Wir haben schon das checken, gell? Lass jetzt, merke ich, du hast ja einen Song kreiert, wo es aber schon gibt. Gangnam Style, Wodka K. Und das könnte ja praktisch jeder auf der Welt, Gangnam Style, aber du hast es auf einer Schweizer Art gemacht. Genau, ich habe den Song eigentlich viel zu spät kennengelernt. Davon mitbekommen, bei der Disco gesehen. Und dann sagt der Kollege, das ist der Song und so. Und ich, welchen Song? Was, du kennst den Song nicht? Der denkt, ich hatte damals halbe Milliarde Klicks, oder? Also 500 Millionen Klicks. Und ich so, gut. Dann bin ich mal heiß YouTube schauen. Und habe das angehört und dachte, das ist geil, aber verstocken es auch. Also, muss da nicht, fast niemand. Ich dachte, machen wir das auf Schweizerdeutsch. Einfach so. Ja. Aber weißt du? Hingeguckt, 2-3 Stunden, Text geschrieben. Dann im Studio aufgenommen, auch etwa 2 Stunden, 3 Stunden. Also 5 Stunden plus minus habe ich das auf die CD gehabt. Der Text ist von dir, gell? Ja. Aber merke, das muss man jetzt erklären. Ich meine, auf die Idee kommen, einen Song nachher machen. Musst du da nicht schauen, wegen der Rechte oder irgendwie so Sachen? Also, so wie ich gewusst habe, solange man kein Geld damit macht, oder es nicht verkauft, darf man es machen. Genau. So habe ich es gemacht. Also. Ja. Jetzt, wie viele Klicks hast du jetzt? Wobei, jetzt müssen wir das so erzählen. Jetzt ist es 3 Tage her. Ja. Jetzt sind wir ja die Sendung am Aufzeichnen. Und vielleicht, wenn es die Leute sehen, jetzt gerade ist es eine Woche her, sind es vielleicht. Also, der Videoclip, wo wir jetzt mit Blackfoot gedreht haben, der hat über Nacht quasi
1000 Klicks. Also in einem Tag haben wir 1000 Klicks gehabt. Also das war grob. Also ich bin selber erschrocken. Als ich am Morgen verwacht bin, dachte ich, wow, wow, okay. Und mittlerweile sind wir bei 2000, eben, in 3 Tagen plus minus. Und ich habe immer gute Feedbacks, wirklich. Wir haben dort eine gute Zeitung angerufen, gestern. Ich sage jetzt nicht welche. Und gesehen, wir machen den Bericht. Ich würde also, gerne einen Bericht machen. Merke, Entschuldigung, das darf ich wirklich ruhig erwähnen. Es ist eine sehr bekannte Zeitung aus der Schweiz. Und der Bericht ist jetzt sehr wahrscheinlich in dem Fall schon draußen, weil jetzt die Sendung versperrt wird. Ah ja, hoffen wir so. Es ist natürlich interessant, dass sie auf dich zukommen. Ja, habe ich auch gestaunt. Nach irgendwie 1500 Klicks, dass sie schon auf mich gekommen sind und eben mir geschrieben, ein E-Mail angerufen. Und ich habe nicht gerade abgenommen, weil ich mit dir am Telefon gesehen, was gerufen hat. Dann gesehen, Mail, ja, bitte anrufen. Ja, okay, cool. Und ich bin gerade, wow, sag's. Bericht. Ja. Zurück im Studio merke ich, also es hat sich nicht sehr viel verändert. He. Ich hatte dann einfach, glaube ein anderes T-Shirt gehabt, he, und so, aber sonst nicht mehr. Ja, ich habe anders aber etwas anderes angehabt. Gut. Also merke ich, hast du sonst noch etwas erlebt, Spezielles oder in Sachen Videos? Ja, ich habe jetzt, letztes Mal bin ich unterwegs im Auto, auch allein. Da kann ich mir am besten überlegen im Auto. So. Das ist mir ein gutes Thema für einen Song zu kommen, Monaco. Und bin jetzt dran, dort, also den Text, wie gesagt, der Beat, wie wir vorher schon hatten. Instrumental ist halt sehr schwierig. Da muss ich halt vielleicht schauen, dass ich mit jemandem zusammenarbeiten kann. Aber am Text, am Refrain und so habe ich eigentlich schon ziemlich komplett. Und ich bin jetzt das Wochenende in Monaco gesehen. Ich wollte eigentlich nur eine Nacht gehen, um zu schauen, wie das auch ist. Ich bin vor viele Jahre schon mal gesehen mit Eltern, ich mag mich nicht mehr so gut erinnern. Und ich kann schlecht einen Song machen über ein Land oder eine Stadt, wie auch immer, wo man nicht könnte oder wo man noch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen ist. Oder? Wieso Monaco? Bist du empfohlen worden heute? Oder? Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich bin im Auto unterwegs und dachte, ja komm, machen wir. Es gibt schon Welcome to Saint-Tropez und, okay, cool. Und Las Vegas und alles Mögliche. Ja. Ich habe gedacht, über Monaco gibt es eigentlich nicht so wirklich. Also nicht, jetzt wüsste ich gerade keinen Song, der über Monaco geht. Der wird jetzt von dir kreiert, alles zusammen mit Text und alles? Wie gesagt, das Projekt, wenn das Endresultat stimmt, mache ich es. Und wenn ich am Schluss muss sagen, ja, nein, es ist langweilig, oder es ist nicht das, was ich will, dann mache ich es nicht, dann lasse ich es komplett sein. Es ist eine Idee, oder nicht, dass wir jetzt alle auf den Song warten oder so. Also da können wir uns freuen, dann gibt es noch eine dritte Sendung, die wir so zusammenhaken und dann fragen. Ich denke es, ja. Ich denke es. Marki, sonst andere Zukunftspläne? Du hast ja noch ein Restaurant. Ich war sogar mal gegessen und ich kann es wirklich empfehlen. Kommen wir dann noch schnell über das Restaurant, das wollte ich auch noch erwähnt haben. Weil viele gehen auf deine Webseite, ist mir auch schon gesagt worden. Und dann kommt das Restaurant. Wirst du das weiterführen, wenn du mal angenommen plötzlich da mehr mit Musik machst? Was machst du mit dem Restaurant? Oder ist das einfach für dich nebenbei oder dein Baby, das Restaurant? Ja, ist es gut, dass du es ansprichst. Weil Ende April, ja, mache ich das zu. Ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen überraschend für dich. Ja, für mich jetzt wirklich. Ja, liebe Zuschauer, das ist jetzt wirklich nicht ganz live, aber fast live. Oh, wieso denn? Das ist auch gerade gut für mich, irgendwie so kurz zum Aufklären. Weil ich wollte das Restaurant machen. Ich weiß nicht, ich wollte ein Innenlokal machen dort. Ein Laden, der läuft, der rummel ist und voll. Und man muss Tisch reservieren, dass man kommen kann. Und das ist jetzt halt nicht so gekommen, wie ich es wollte. Es läuft, oder? Es funktioniert, das Restaurant, aber es ist nicht das, was ich wollte. Also wenn ich dort bin, will ich, dass der Laden läuft. Und wenn der Laden nicht so läuft, wie ich will, dann schießt es mich an, dort zu sein. Ich bin ganz ehrlich. Und das ist nicht mein, eben, ich habe mehr vor, als im Restaurant zu sein und dort ein Däumchen zu drehen. Ich denke, ja, kommen die Leute heute, kommen nicht. Und es ist einfach der falsche Standort, den ich dort ausgesucht habe für das Restaurant. Absolut der falsche Standort. Du hast ja noch Hotel betrieben, ja. Du hast noch Zimmer vermietet. Ja. Geht das auch zu? Oder? Nein, das Hotel werde ich weiterhin betreiben und das Restaurant werde ich vermieten. Also, dass jemand mit Pacht reinkommt? So. Ja, weil es ist einfach so, man muss dort sein, das ist ja so im Restaurant. Der Wirt sollte dort sein und das funktioniert so nicht, weil es einfach nicht mein... Ja. Wie lange hast du es schon gemacht? Also das Restaurant betrieben? Das habe ich jetzt eineinhalb Jahre. Ja, ziemlich genau eineinhalb Jahre haben wir das jetzt offen gehabt.
Und es ist einfach der Rummel, den ich erwartet oder erwünscht habe, ist nicht gekommen. Jetzt brechen wir halt das wieder ab. Ja, und das verstehe ich. Zeit für anderes. Und sonst muss ich halt viel Zeit dort opfern. Ja, und die Leute verstehen das. Ich meine, ich kann auch von meiner Erfahrung sagen, wenn man merkt, etwas ist für einen nicht mehr oder es passt einem nicht mehr, finde ich so einen richtigen Entscheid. Und jeder weiß es ja selber, gell? Ja. Kein Problem. Aber es ist jetzt noch schön, dass ich das doch erwähnen will, sonst heisst es eh wieder, dass es ja nicht funktioniert. Das haben wir von Anfang an gewusst. Und so die typischen Sprüche. Oder spielt doch keine Rolle, merke ich. Aber ist mir sowieso gleich. Ja, ja. Ehrlich. Wichtig aber ist, es ist gut, dann können wir können ja darüber reden. Genau, wir so die Leute denken, was plaudern. Ja, die, die mich kennen, wissen, wie ich bin und wie es funktioniert. Das ist gut. Merke, hast du gleich dir noch überlegt, jetzt tust du vielleicht das Restaurant abgeben, nicht vielleicht, du tust es abgeben, Hotel machst du noch weiter, dann hast du aber gleich noch ganz konkrete Pläne, was du sonst noch willst machen. Oder tust du jetzt wirklich nur noch fixieren auf die Musik? Also das ist jetzt wirklich mal das Ziel von mir, im Musikbusiness etwas zu machen. Ob ich Erfolg oder nicht, das ist manchmal das ist ein bisschen Glückssache, würde ich sagen. Aber Gastronomie habe ich wirklich gesehen. Ich war im Ausland gesehen, wieder viel in letzter Zeit und habe gesehen, wie die Gastronomie dort funktioniert, mit Preisen, wo also für eine 5 Liter hat man gegessen und getrunken, zum Mittag, mit Salat und Hauptspeisen. Unglaublich. Ja. Die Läden funktionieren, die laufen ja, mit 5 Stutz. Mit Franken. Wirklich, Vorspeise, Hauptgang, etwas trinken dabei, plus minus 5 Franken. Gut, man kann es nicht vergleichen mit der Schweiz, gell? Ja, schon, aber es ist einfach, ich habe 5 Jahre lang eine Bar gehabt. Jetzt hatte ich eineinhalb Jahre ein Restaurant und es ist extrem schwierig in der Schweiz mit den Mitarbeitern, gute Mitarbeiter zu finden. Jetzt hatte ich dann langsam das Team komplett gehabt, aber eben, es ist also immer schwierig krank, in der Schweiz, immer weil wir haben so hohe Löhne auch in der Gastronomie, oder, dass es schwierig ist. Wir müssen schlussendlich ein Stück Fleisch, also 50, 60 Franken verkaufen, dass man wirklich etwas verdient. Oder. Und dann kommt wieder eben, oh nein, das kann man ja nicht zahlen und so, oder? Aber das muss gekocht werden, ja, ja. Der Strom und alles, der Standort, Mitarbeiter, das Fleisch, das auf den Tisch kommt, oder das belegen die Leute alles nicht. Also. Aber merke ich auch eine gute Botschaft für jemanden Jungs oder Jüngers, oder man kann auch sagen, jemanden, der einsteigt in Gastronomie und sich selbstständig machen will, kommt eine gute Botschaft, was empfiehlst du? Auf was soll er schauen, bevor er sich... Ja, also wenn jemand ein bisschen Ahnung von Gastronomie hat, und sich gesehen hat, dann man muss einfach wissen, man muss dort sein. Das ist wirklich so. Wenn der Chef nicht dort ist, dann kann man, das funktioniert nicht. Also man muss auch mitschaffen. Das ist auch etwas, wo dann funktioniert das Geschäft ziemlich sicher. Aber wenn du meinst, dass du kannst den Laden machen und weggehen und irgendwie Geschäftsführer und so viel Geld kommt in die Gastronomie nicht rein, dass das wirklich funktioniert. Außerdem wir haben das Innenlokal, das einfach läuft. Die Leute kommen und egal was zahlen. Oder? Ja, es ist auch zeitintensiv. Also du musst in der Regel musst du vom Morgen bis am Abend, also bis sogar um 12 Uhr. Wenn du noch gute Gäste hast, bleibst du sogar noch darüber raus und am Morgen willst du wieder an. Und das meistens vom Menti bis Menti, sage ich mal bei uns gesagt. Oder Menti oder Dienstag bis Sonntag. So, gell? Das ist halt auch noch zeitaufwendig. Ja, das habe ich auch 7 Tage oft gehabt. Das ist auch wieder etwas, weil sonst, wenn die Leute kommen und eine geschlossene Tür laufen, oder? Das ist schon, oh nein, und dann kommen sie nicht mehr. Und darum habe ich gesagt, ich habe 7 Tage auf, bis um Mitternacht, Küche. Also es ist, ich habe hohe Ziele gesetzt, aber es ist nie, der Erfolg ist leider nicht gekommen, wie ich es mir erwünscht. Das ist aber wie gesagt der falsche Standort. Wäre das irgendwo in der Stadt drin gewesen, hat das wahrscheinlich richtig viel Geld gebraucht. Markus, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen vom Thema Musik. Es interessiert mich jetzt, weil ich es gerade auch so überraschend erfahren habe. Was sagen jetzt zum Beispiel deine Kandidaten? Wissen die etwas? So Meisterkandidaten, hast du noch ein Kontakt mit ihnen? Oder wenn sie jetzt erfahren, jetzt will er richtig Musik, das Restaurant tut er jetzt zu. Ich meine, du hast ja doch einen engen Kontakt mit ihnen gehabt während der Zeit der Meisterwahl, weißt? Ja, es geht leider wieder schnell. So schnell, wie man die kennengelernt hat, so schnell geht es wieder auseinander. Ich habe jetzt am Harlem Shake wieder probiert, ein paar Leute von dort. Ich meine, es war ein lustiger Anlass gewesen, oder? Wir hatten wieder super Fun. Und es ist niemand gekommen. Es ist halt, so, die Leute haben selber zu tun. Und wenn es nicht gerade in ihrem Dorf ist oder in der Nähe, oder, weil es in der ganzen Schweiz verteilt. Und es ist klar, es ist schwierig, dass alle den Weg dort finden. Ich nehme es denen nicht übel, oder? Aber ich werde, wenn der richtige eigene Clip machen,
Die werde ich dann höchstpersönlich jedem Einzelnen anrufen und sagen, hey, komm jetzt, jetzt ist Zeit, dass wir uns wieder mal treffen. Und ein bisschen, ja, genau. Erke, jetzt reden wir mal Musik international. Du weichst jetzt schon ab auf Monaco. Ja, es ist halt, ich habe es jetzt wieder einmal mehr gesehen mit dem Wodka-Clip, oder? Das ist einfach schweizweit, Schweizerdeutsch, und ich habe ja Schweizerdeutsch gesungen, ist so klein. Oder? Hätte ich den Song auf Hochdeutsch gemacht, wäre das Deutschland aufgekommen, dann hätte ich, könntest du es 0 hinten anhängen, oder vielleicht 2-0. Oder? Weil das ist einfach so viel grösser, der deutschsprachige Raum, oder Hochdeutsch, als ja. Schweizerdeutsch. Oder? Und darum werde ich den nächsten Song ziemlich sicher Englisch machen, eventuell noch Schweizer Edition, oder? Mit Schweizerdeutsch etwas drin. Für als schweizsprachige, also schweizerdeutschsprachige Raum. Oder? Dass die auch noch etwas davon haben. Schön. Merke, meinst du, das hat einen Einfluss, jetzt da das Zeug, das geredet worden ist, wegen dem Alkohol, wenn du das im Ausland machst? Wenn das in Deutschland aufgekommen wäre, in Italien? Ja, ich glaube, das wäre kein Thema gewesen. Wieso denn das nicht? Sie nehmen das viel lockerer mit dem Ganzen. Die Schweiz hat einfach ein riesiges Theater daraus gemacht. Ja, wir wollen ja die Schweiz überhaupt nicht schlecht machen. Nein, nein, absolut nicht. Wir haben viele positive Sachen in der Schweiz. Oder? Also ich liebe die Schweiz und ich wohne gerne da. Ich habe es vor, eigentlich immer in der Schweiz zu wohnen. Hey, du Schweizer. Ja, absolut. Aber es hat auch viele Sachen, die mich extrem stören. Also, ich weiß nicht, ich sage jetzt nicht, welche Themen, aber es gibt Sachen, die extrem schlimm sind. Ja, aber jetzt, wir wollen ja verstehen, dass, jetzt müssen wir das ein bisschen vertiefen, merken, das Thema. In Italien ist aber zum Beispiel das Rauchergesetz vorher gekommen als in der Schweiz. Also in der Schweiz. Wieso denn das? Ich rauche selber nicht. Und ich, also ich kann als Nichtraucher sagen, wenn ich ins Lokal gehe, wo geraucht wird, bin ich ja selber schuld. Oder? Ich entscheide, wo ich gehe. Also, wenn ein Restaurant sagt, wir rauchen hier drin und ich gehe dort rein als Nichtraucher und mich stürze, wer ist der Double? Oder ich muss ja nicht dort rein. Ja, wir haben jetzt einfach ein bisschen das Thema angeschnitten, Musik oder jetzt, das Zeug, das wir haben gehört in den Medien und so. Findest du jetzt, wenn du so weitermachst, wirst du jemanden dich noch bombardiert vom ersten Video, das du gemacht hast? Das ist mir gleich. Ja. Du. Wenn wir so eine nächste Sendung haben, ist das so gleich, was die Leute über mich schreiben oder sagen. Ich bin, wie ich bin. Jeder muss für sich selber schauen. Ich bin kein Egoist, absolut nicht. Was ich habe, teile ich immer gerne. Wenn ich irgendwo in eine Disco gehe und eine Flasche Wodka nehme, ist die in 10 Minuten fort, oder? Und nicht selber getrunken. Meistens trinke ich die anderen mehr als ich. Weil ich es einfach gemütlich nehme und Genießer bin. Ich genieße die anderen, denke, ja geil, ist gratis. Oder? Aber schlussendlich, solange es mir in meiner Familie gut geht, ja, soll ich doch die schreiben und machen, was sie wollen. Merke, jetzt angenommen, du weißt, jetzt hacke ich richtig um, aber positiv natürlich, merke. Angenommen, jetzt probierst du noch ein, zwei Song. Nicht probierst, du machst jetzt das. Wir wissen, du tust das durchziehen. Und dann findest du, ja, jetzt tue ich gleich nicht. Verrat mir doch mehr persönlich und den Zuschauern natürlich. Was könntest du dir vorstellen, sonst noch zu machen? Ich habe dich auch schon gefragt, ob du Schauspieler, gell? Oder irgendwie? Nein. Tänzer, weißt du doch auch nicht. Ich bin kein Schauspieler, ich bin viel zu ehrlich zum Schauspieler sein. ich habe, aber wie gesagt, ich habe ein Hotel noch, das ich mache. Und also von dem kann ich eigentlich leben. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wenn ich leben kann, dann geht es mir gut. Ich muss nicht ein Boot und ein Auto haben. Absolut nicht. Weißt du, ich habe mich schon gefragt, du sagst, ja, ich würde auf Monaco leben und dort probieren. Nein, danke. Ich habe wieder gesehen, was für schräge Leute dort rumlaufen. So Schickimicki und alles gemacht, Lippen gemacht, Brüste gemacht. Wie gehst du mit dem? Fältchen gemacht. Nein, danke. Auf. Keine Nerven für so Zeug. Aber weißt du, merke, mit dem muss man können leben. Weißt du, jetzt langsam habe ich es geschafft. Aus einem harten Gespräch komme ich langsam dorthin. Also, jetzt wird der Merke brutal berühmt. Ja. Also wirklich auch im Ausland. Schickimicki gehört dazu, merke. Ja, aber ich würde das nicht. Ich habe das jetzt wieder gesehen. Ich war in einem der gröbsten Hotels von Monaco. Wir sind zugefahren und dachte, soll ich fragen, was es nach kostet. Und dann habe ich gesagt, ja, fragen kann man ja. Ich bin rein und habe ich gefragt. Und dann ist schon das Zimmer ist ziemlich genug teuer gewesen. Der Parkplatz war so teuer wie normal hat man ein Hotelzimmer. Ein einfaches. Ja. Und das Frühstück war auch fast so teuer wie ein einfaches Hotelzimmer pro Person. Und dann haben sie uns ein mega Osterangebot gemacht, 3 Nächte mit Parkplatz und Frühstück und alles drum und dran.
Und wenn du eigentlich nur eine Nacht bleiben und dann zwei Nächte auf Barcelona. Mhm. Und dann, ja, dann müssen wir sagen, ja, das ist echt ein gutes Angebot, dann bleiben wir da drei Nächte für den Deal. Und das Geilste war, oder ja, von zuerst noch ein bisschen Tag für Tag, da bin ich in der Stadt gesehen, da hat mir immer ein Vogel mit einem geschissen. Also wirklich, ziemlich Zuschauer, nur nicht so. Ziemlich genau ins Gesicht geschissen. Und ja. Dann hat mir jemand gesagt, ja, das ist Glück. Ja, genau, ist Glück. Und dann nachher. Also bringt das Glück, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, bringt das Glück, wenn einem. Eben, anscheinend bringt das Glück, wenn ein Vogel einen anschießt. Okay. In Monaco. Habe ich auch schon von mehreren Leuten gehört. Nein, überall. Ah, überall. Anscheinend. Also wenn ein Vogel auf dich schießt, soll das Glück bringen. Gut. Und dann beim Frühstück haben sie wieder auf den Tisch geschissen. Die Vögel. Und dann nachher wieder auch. Die serviert hat, hat wieder vom Glück geredet, oder? Gut. Dann bin ich am Abend. Ich dachte, das ist gar nicht ins Casino, gell? Roulette bin ich auch nicht, da tue ich immer zuerst aufs 23. Mhm. Und dann jeden Tisch aufs 23 tun. Ein paar Euro. Da war ein 2-Euro Minimum-Tisch und ein 5-Euro Minimum-Tisch. Mhm. Dann bin ich mit diesen 2-Euro Minimum an 5-Euro Tisch. Da sagte er, ich könnte die nicht da drauflegen. Das sind 5-Euro Minimum. Dann habe ich gesagt, okay, ich tue 10 € drauf. Das sind 2x5. Sagte er, nein, ich muss die anderen Chips nehmen. Okay. Dann gehe ich rüber, wechsle wieder. Geht Tisch, sagt er, keine Einsätze mehr, oder? Was kommt es? 23. Das wäre irgendwie aus 10 € etwa 300 € wäre das gewesen. Was ist das mit dem Glück? Aber ja, dann habe ich gesagt, what the fuck, ey. Also, wo ist das Glück? So ein Doppel. Aber ich habe es schon fast getroffen, oder? Ich muss wechseln, der andere lässt mich noch ein bisschen warten, kommt retten, dann kommt es 23, wo ich sonst 10 € drauf, wo ich sonst eben irgendwie über 300 € gewonnen hätte. Mhm. Ich dachte, so ein Scheissdreck. Ich habe nicht mal mehr verspielt, was ich verspielen wollte. Also, eigentlich spiele ich nie im Casino, das haben wir die ersten Dings gehabt. Aber ich dachte, wenn man schon dort ist, 50 €, habe ich dann verspielt. Ja, vor allem das Erlebnis da mit der Vogel. Ja. Ich dachte, jetzt muss ich wirklich mal eins gamen. Oder? Dann habe ich das so aufgeregt. Dann bin ich es wieder gewechselt, habe 1 € genommen, wieder aufs Zimmer. Und dann war ich am nächsten Tag mit dem Frühstückstisch. Und dann habe ich dann gleich gedacht, komm, das gehe ich noch mal. Dann habe ich wieder 23. Dann habe ich immer 5 € drauf. Dann habe ich gedacht, komm, 30 € drauf. Aus 23. Aufgestanden, weil ich gehen, was kommt 23. Dann habe ich über 1000 € gewonnen. Also das Glück hat doch etwas gebracht. He? Ja, in dem Fall ist jetzt doch etwas. Ich würde sagen, im zweiten Mal, das passiert ist, mit den Vögeln, hat das jetzt also, eingeschenkt in dem Fall. Hey. Ja, also, schlussendlich ist irgendwie das Glück gleich noch da gewesen. Weil, aber ich hätte eigentlich nie 30 € auf einen zahlt. Ich habe immer 5 €. Dann dachte ich, komm, jetzt gehe ich rauf, ins Zimmer. Aber er ist dann nicht verpulvert, gell? Nein, gerade. Ich bin schon gestanden. Das ist eben das Geile. Ich bin schon gestanden. Habe die über 1000 € habe ich genommen. Gewechselt, rauf. Geil. Der ganze Ostertrip zahlt. Das mag ich dir von Herzen gerne. So geil. Merke, ich muss auch schnell die Zuschauer nur kurz ein bisschen informieren, wieso dass ich dich das zweite Mal eingeladen habe und wieso dass wir so ins Detail hineingehen. Wir verfolgen im Moment den Merke, und zwar sage ich mal ein bisschen den Erfolg. Und wir wollen wirklich dich ein bisschen auf dem Weg ein bisschen begleiten und wollen wirklich mal das Resultat sehen von dir. Ich hoffe es positiv. Ja, wer weiß. Und darum interessieren uns auch die Sachen, die du jetzt hier erlebst in Monaco. Und darum auch gerade so detailliert jetzt da mit dem Glück. Genau. Also ich bin auch ein bisschen geschaut. Das ist wirklich, also der Punkt war eigentlich, dass ich das ganze Wochenende, dass es Zahl war. Ja, jetzt sind wir aber erst beim Samstag, merke ich. Nein, das ist der. Was ist das? Ist das am Sonntag? Das ist, glaube ich, am Sonntag. Wo ich den eigentlich am letzten Abend, wo ich den Ostertrip quasi gezahlt habe vom Hotel. Ja. Also bist du auch gerne wieder retour gekommen in dem Sinn, oder? Nachdem ja, super, wie gesagt. Also quasi den ganzen Ostertrip gezahlt. Ja. Aber sonst noch ein bisschen spionieren in Monaco, wo könnte man einen Drei machen, wo könnte man den Song machen. Und das hast du auch noch gemacht, oder? Mal. Also ich habe sicher, ich bin viel rumgefahren. Mhm. Oder die Rennstrecke entlang natürlich noch so gerne von Monaco. Und das interessiert jetzt mich, Entschuldigung. Ich kann mich sicher inspirieren, ja. Merke ich, Rennstrecke. Sieht man dort etwas, merkt man dort, dass Alben eine Formel 1 stattfindet? Weißt du, ich selber bin noch nie in Monaco. Ja, wenn man es nicht weiss, ist es wirklich schwierig. Also man sieht ein bisschen Curbs, oder? Die rot-weißen Dinge auf der Seite. Aber es ist nicht wirklich, also ich muss manchmal zweimal schauen, ob es wirklich die Rennstrecke ist. Und,
hat, man sieht es am Belag, oder? Mhm. Hat schon schöneren Belag dort, wo Formel 1 drauf fährt. Ja. Und sie haben das gerade irgendwie anscheinend vor 3 Tagen einen ganz neuen Belag gemacht. Ganz neuen Belag? Auf einem gewissen Teil von der Strecke. Gut. Und es ist krass, wirklich wie nahe, dass die Autos am Wasser, an den Yachten, am Casino vorbeifahren. Also es ist extrem alles aufeinander oben. Aber es ist alles gut geschützt, kann nicht passieren, auch wenn eins über ausfährt. Also ja, okay. Ja gut, ich habe es jetzt nicht im Rennbetrieb gesehen. Mhm. Ich habe es jetzt im Betrieb gesehen, öffentlich. Ja, aber gleich siehst du ja, wie hoch das... Ja, wie hoch das schlussendlich die Hege und mhm. die Curbs und die Mauern und was alles noch reintun für das Rennen sind, weiss ich nicht. Oder? Ein lässiger Song jetzt während der Formel 1, während dem Formel 1 Rennen wäre auch noch gut gewesen, oder? Ja, es gibt so viele Sachen, man kann Lieder darüber machen. Mhm. Es ist einfach, also, weißt, ich komme mich immer ein spontan. Jetzt habe ich gerade die Idee mit Monaco. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Aber ich weiß, warum ich drauf komme. Genau. Wegen Grace Kelly. Kelly, das, ja, die macht Kleider. Mhm. Ein Kollege von mir macht jetzt Läden auf und nimmt die Sortiment. Dann haben wir ein Fotoshooting gehabt. Und dann habe ich die Kleider gesehen. Mhm. Und die haben mega, wirklich, boah, die Jacke. Das ist Frauen. Das sind mit den Frauenjacken haben wir dort eigentlich hauptsächlich gefötelt. Mhm. Wahnsinn. Also die Jacke kostet etwa 3'000 Franken, 4'000 Franken. Aber es besteht aus 80 Teilen. Und mega schön, wirklich. Wow, Wahnsinn. Hast du so eine? Wie gesagt, Frau. Ja, vielleicht geht es auch um andere Kleider, weißt du. Wir finden andere. Ich glaube nicht. Grace Kelly ist, glaube ich, wirklich nur für Frauen. Aber du hast ja einen eigenen Sponsor. Ja. Also das ist eben, das ist der gleiche, wo das jetzt bei sich ins Sortiment nimmt. Genau. Und der ist in Luzern. 1899. Ja. Und der hat dich gerade unterstützt, wo du den Song fertig gemacht hast von. Ja, der hat meinen Clip gesehen und hat den wirklich geil gefunden. Und er scheint das nicht einfach zu überzeugen. Aha. Der hat das gesehen und hat gesagt, das ist geil. Komm, tu dich gerade einkleiden mit Polo 1899. Du hast gerade Raum gehabt, gell? Ich konnte rum bei ihm im Laden und gesagt, ja, ich bin mir vorgekommen wie ein Game, wirklich. Ist geil. Ich habe wie immer gefragt, ich habe mich nicht wohl gesehen, ich wollte nicht einfach alles nehmen, oder? Ich bin nicht so. Da habe ich mir gefragt, ja, wie viel darf ich nehmen? Nein, mach du, das, was dir gefällt, das ist okay. Er hat auch mitgemacht im Harlem Shake, gell? Wollte er nicht erwähnt werden, gell? Er ist auch dabei. Also, ist auch dabei. Wir sind alle maskiert und so, wir könnten eh nicht. Also. Aber es ist einer, der ist überall dabei, er ist ein ganz guter Typ. Komm, merke, wir machen so einen kurzen Einblick. Harlem Shake. Und zwar würde ich sagen, es ist ein sehr kurzes Video. Wir sind gerade für Sie hier im Studio. Con los terroristas. Merke, zurück im Studio, wieso gehen die Videos eigentlich so kurz? Harlem Shake, das ist nicht nur das, 30 Sekunden. Also 30 bis etwa 45 Sekunden, bin ich da richtig, merke. Wieso? Ja, 30 Sekunden ist eigentlich so, was man so sieht auf YouTube. Und darum habe ich bewusst auch gesagt, Maximum 39 Sekunden, dass es noch 30 tönt. Weil die Leute automatisch, wenn es länger ist, ist vielleicht ein Grund, gar nichts anzuklicken. Sie wollen es nicht den ganzen 2-minütigen Clip schauen. Darum, ja, haben wir jetzt einfach... Also viele Leute sagen, ist das alles? Und sagen, hey Mann, das ist einfach so. Wir haben einfach spontan einen Harlem Shake gemacht. Das ist Harlem Shake, der geht nur 30 Sekunden. Ja, das habt ihr erwartet. Der Aufwand war riesig, die haben ja die ganze Go-Kart-Bahn auseinandergerissen. Ja. Um die Wege, gell, den weissen Wagen, den gesehen. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Es ist in HD und doch ein bisschen... Ja, wir hatten wirklich Arbeit. Ich bin kaputt nach dem Ding. Ich war nur am Umschreien, weil die Leute keine Ahnung hatten, was das ist und wie man das macht. Und ja, ich war richtig geschafft. Also ich musste wirklich wieder eine Stunde, zwei brauchen, um wieder runter zu kommen. Ach, so mühsam. Aber merke, du hast in diesem Video gar nicht gesungen. Nein. Einfach gesagt, das war nur ein Gag. Das ist einfach der Gag. Das ist einfach eine Idee, ein Gag, um schnell einen Harlem Shake zu machen. Leider sind wir ein bisschen zu spät. Wären wir eine Woche, zwei früher dran gewesen, ja, hat also, es anders ausgesehen. Aus diesen Gesprächen, die ich bis jetzt auch privat mit dir hatte, so wie in den Studios, wollte ich jetzt so ein bisschen herausfinden. Es hat fast jetzt so ausgesehen, dass wir nicht wissen, was reden. Aber ich wollte dich rausziehen, also die Würmer rausziehen, weil mir erzählst du auch nicht alles.
Aber jetzt musste ich merken, so Gangnam Style und Harlem Shake, das war jetzt mal lässig aus deiner Erfahrung. Aber jetzt probierst du wirklich ein bisschen auf einer Welle oder auf einer Linie zu fahren, wo du selber langsam etwas probierst zu kreieren und machen, gell? Ja, es war eigentlich nicht so, dass ich wollte, also gesagt, so, jetzt mache ich im Musikbusiness etwas. Ich habe dort einen Wodka-Song gemacht, aus Scheiß. Einfach aus, auch wie aus der Harlem Shake, einfach so. Dann habe ich aber die gleiche Zeit, als ich es gehört habe, schlussendlich, habe ich sagen, ja, das ist wirklich noch geil rausgekommen. Mhm. Und darum habe ich ja Blackfruit TV angefragt, ob sie gerade von Anfang an, in den provisorischen YouTube-Clip reinnehmen. Genau. Dann habe ich gesagt, komm, 10'000 Klicks, das haben die Leute 10'000 Mal gesehen. Mhm. Dann haben wir auch eine schöne Werbung gehabt. Mhm. Dann machen wir einen richtigen Clip von euch gesponsert. Mhm. Dann haben sie zugesagt. Und dann haben wir einen richtig geilen Videoclip nachher gemacht. Also, das ist wirklich super geworden. Mhm. Und die Leute haben mega Freude gehabt. Aber die meisten. Merke ich, kurzer Unterbruch, wirst du Clips immer noch weiterhin so besuchen oder Videos machen, wie zum Beispiel am Style, weil es ist ja lässig gewesen, du hast ja den Besitzer gehört vom Loft in Luzern. Kannst du dir vorstellen, auch in einem Kaufleuten so etwas machen? Ja, wie gesagt, ich bin gerne unterwegs, gehe gerne mal in eine Disco. Ja, einfach spontan, absolut spontan. Wie gesagt, eben das mit dem Wodka war auch spontan gewesen. Dort ist etwas daraus geworden, das ich nie gedacht hätte. Oder? Mhm. Also 75'000 Klicks. Ja, hätte ich am Anfang nie gedacht. Oder? Hätten wir beide nicht gedacht und auch Zuschauer. Ja, es sind 5'000, so wow, geil, oder? Super. Weißt du, merke ich gesagt, jetzt mit einem bekannten DJ aus der Schweiz im Kaufleuten dort. Ja. Also nicht in Gangnam Style, sondern einfach ein Song von dir. Wow, immer. Ich denke, mittlerweile bin ich schon an einem Punkt angelangt, wo ich kann sagen kann, wenn wir es in diesem Club machen, dann muss ich den Club auch irgendwie auf eine Art unterstützen. Weil es ist immer das Gern, das Nehmen. Oder? Man kann nicht nur immer profitieren und nehmen und sagen, ja, danke schön, merci, dass wir uns jetzt 75'000 Mal unseren Club gesehen haben, aber nicht retourkommt. Oder? Jetzt, retourkommen, was bringen viele Klicks? Wir reden immer vom Gleichen. Viele sagen, ja, YouTube-Blog. Kann man vom YouTube leben? Bringen einem überhaupt die Klicks wirklich etwas? Sponsoring, was hat es dir am meisten gebracht, die vielen Klicks? Eigentlich noch nicht. Das ist auch immer das, was mich die Leute fragen. Und meine Mann auch speziell. Was hast du davon? Und so. Ich sage, ja, es ist ein Weg, der sich jetzt ergibt für mich. Weil durch das kann ich mich jetzt eben vielleicht 70'000 Leute. Ja, wisst ihr jetzt, was Marke.ch ist, was ich mache? Und letztes Mal bin ich auch in einer Disco und sagte, hey, voll geil, ich habe deinen Song auf dem Handy. Irgendwie YouTube. Wo man herunterladen kann. Ja, irgendetwas. Und das habe ich alles zum Vorsaufen. Aha, zum Vorsaufen. Lass ich das gerne ein bisschen. Oder? Und dann muss ich einfach lachen. Das ist schon wieder 10 Minuten später. So. Und die Leute sprechen mich immer noch darauf an und haben so fast ein bisschen Respekt vor mir. Und ich habe Leute, die ich kenne? Aber hallo, ich bin ganz normal. Aber merke ich, Leute, die nicht kennen, sprechen? Ja, ja, absolut. Ja. Also letztens war ein Kollege vom Kollegen, der mich eigentlich nicht kennt. Und dann habe ich gemerkt, er hat mich das erste Mal gesehen. Und dann ist richtig, ja, ciao und so, Sali und so. Das macht Freude, oder? Wenn man an den Leuten Freude machen kann. Merke ich, komm, wir ziehen uns das Video wieder rein. He? Also komm, das Video schauen wir noch schnell. Liebe Zuschauer, Gangnam Style, Schweizer Version von Merke.ch. Viel Spass! Hat's viel Wodka gehabt? Wodka gehabt? Der Marki ist da, jetzt gehen wir alle fett in Ausgang. Party Rocks, Champagne Showers, da die ganze Nacht lang. Es ist noch früh und wir haben Zeit, das ist auch erst der Anfang. Dreh den Sound auf, das ist der Anklang. Hol den Wodka her, ich sag so hochdeutsch, das verstehst. Bring den Wodka her, diskutier nicht und kein Ausritt. Hol den Wodka her, ich hab Durst und noch kein Glas. Bring den Wodka her, hol den Wodka her. Wir sind am Saufen, richtig am Leeren, bring noch ein Schock, ich mag ihn noch. Wir sind am Saufen, richtig am Leeren, bring noch ein Schock, ich mag ihn noch. Mach weiter, hör nicht auf, ich mag ihn noch. Hat's viel Wodka gehabt?
Schon wieder leer, was ist passiert, was ist jetzt gelaufen? Meinst du, gibt's noch einen? Ich würd's hoffen. Hol den Wodka her, ich sag's auf Hochdeutsch, dass verstehst. Bring den Wodka her, diskutier nicht und keine Ausrede. Hol den Wodka her, ich hab Durst und noch kein Glas. Bring den Wodka her, hol den Wodka her. Wir sind am Saufen, richtig am Leeren. Bring noch einen Schock, ich mag ihn noch. Wir sind am Saufen, richtig am Leeren. Bring noch einen Schatz, ich mag ihn noch. Mach weiter, hör nicht auf, ich mag ihn noch. Hat's viel Wodka gehabt? Wodka, hat's viel Wodka gehabt? Wodka K. Hey, sexy Mark II. Hat's für Wodka K. Hey, sexy Mark II. Wodka K. Another one. Put me another one. Marki, wieso redest du plötzlich Englisch? Das war's gsi, Gangnam Style in Schweizer Version von Merki.ch. Merki, könnte man das vorstellen, so Guckenmusik-mässig? Kannst du mir nicht schauen, dass du mal irgendwie Guckenmusik die auch noch spielt? Gangnam Style. Ja, gut, die singe ich da nicht, gell? Das kann Gangnam Style sein, es kann Wodka K sein, kann sich jeder selber mitsingen, was er will. Also kann ich jeder singen, was er will, oder? Spielst du eigentlich ein Instrument, Merki? Nein. Ich kann mal von Klavier spielen. Mhm. Aber, Ah, noch 1800 oder wie? nein. Und was habe ich noch gemacht? Gitarre, ich sage dir noch so. Schlagzeug hatte ich mal ein bisschen Interesse. Mhm. Aber es ist dann nicht wirklich so geworden. Ja, es war eigentlich immer mehr der Gesang gewesen, mhm. Aber ich habe nicht wirklich eine Stimme zum Singen, muss ich auch ehrlich sein. DJ? DJ, ja, habe ich mal angefangen. Mega früh, ich bin dort etwa 12 oder so. Mhm. Also habe ich wirklich mega gleich mal angefangen. Dann hatte ich eine super Anlage. Dann habe ich ausgelehnt bekommen. Also einfach, ja, was soll ich sagen? Hat man jetzt nicht gerade gebraucht. Dann habe ich wirklich, kann auflegen, wie, weiß auch nicht, vielleicht 80-jährig. Also wirklich ganz geil gewesen. Und dann habe ich leider die Anlage wieder müssen abgeben. Ich habe dann eine günstigere gekauft. Und mit dem Scheiß hat man nicht mehr scratchen. Es ist immer die Nadel gekumpelt. Und dann habe ich es auf die Seite gelegt. Das bereue ich auch ein bisschen. Das ist etwas, was ich ein bisschen bereue. Weil, wenn ich dort weitergemacht hätte, das wäre wahrscheinlich ganz gut gekommen. Weil jemand, der mit 12 Jahren einfach auflegen oder? Und dann habe ich das weiterhin gemacht. Ich will sonst, das sage ich, ein bisschen Musikgefühl haben, oder? Das wäre gut gekommen. Aber ist okay. Du musst einfach nicht singen, sondern einfach wie die bekannten DJ aus der Schweiz einfach Musik machen. Ohne Gesang. Und du willst ja auch deine ja, Stimme... Ja, ich hätte es eventuell, so wie ich mich kenne, hätte ich es vielleicht verbunden, oder? Hätte ich eventuell... Es gibt ja gewisse DJ, die auch MC und DJI machen, also auch Mikrofon, die Leute unterhalten und so. Und ich mache ja MC ab und zu, wird ein bisschen gebucht. ja, und so hätte ich das ein bisschen verbinden können. Und eventuell werde ich mal einen eigenen Track rauskommen, einen eigenen Song. Aber okay, das mache ich halt so, ist ein bisschen schwieriger jetzt, aber... Merke, mal schauen. Etwas, was du noch nicht weißt, was ich dich jetzt frage. Positiv.
Wenn wirst du den nächsten Club besuchen? Ich bin im Moment viel in der Slowakei unterwegs. Und dort ist, wie gesagt, die Gastronomie dort ist top. Also ich esse dort mega gerne. Einfach die mega schöne Lokale und alles. Und auch disco-mässig. Und die Leute sind einfach viel offener. Und ja, das ist einfach, ich habe mich fast ein bisschen verliebt dort, in das Land. Okay. Und darum verzichte ich lieber jetzt hier auf den Ausgang und gehe dort ein bisschen mehr. Weil es ist auch viel günstiger. Okay. Das ist, kommt eben auch noch dazu. Man hat eigentlich viel mehr Ausgang dort. Ja. Also jeder entscheidet selber. Und wenn dir das passt, das hast du mir ja auch gesagt. Ja, und ich habe es auch langsam ein bisschen gesehen. Da. Und das ist auch eins von der anderen Sachen, ist noch, das Publikum, das in Clubs, in Discos geht, da ist halt ein bisschen jünger. Also langsam bin ich schon ein bisschen aus dem Alter raus für die Clubs, da, die wir hier umeinander haben. Aber einmal wirst du sicher wieder mal gehen. Auf jeden Fall. Meine Überraschung ist, wir werden dich spontan mal begleiten, wenn du im Ausgang bist, merke ich. Bist du einverstanden? Wenn ihr das könnt verkraften. Doch. Wir haben dir die Stange, kein Problem, merke ich. Merke ich, unsere Zeit flattert uns fast davon. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns schön locker und würden noch einen kurzen, sagen wir, Einspieler. Ich hatte mal ein Interview mit dem Peter Löhmann, das möchte ich dir gerade auch noch zeigen. Ein super Star-Moderator, ein Komiker, wie er mich da ein bisschen auseinanderreisst im Studio. Es geht etwa ca. 10 Minuten. Und das wollte ich dir auch noch gerade zeigen. Du kannst gerade hier bei mir im Studio bleiben. Euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich hoffe, die haben wieder ein bisschen mehr. Ich merke, können nie schauen, sage ich mal, fast privat, gell, merke ich. Kein Problem. Kein Problem, gell? Du musst nicht verheimlichen. Gut. Wir bedanken uns, merke, danke für mal, dass du da bei uns gewesen bist. Ich würde noch sagen, schnell, du hast fast kein Wasser mehr. Ich helfe dir, wir teilen alles. Wer weiss, ob es Wodka ist. Nein, es ist Wasser. Gesundheit zusammen. Und jetzt Peter Löhmann, Catalano Giuseppe, Onyx TV. Danke für mal, weiterhin auf Schweiz 5. Viel Vergnügen. Schaut uns wieder ein, Onyx TV. Herzlich willkommen, neue Ausgabe Onyx TV. Bei mir heute, ich würde sagen, ein Konkurrent. Spass beiseite, Peter Löhmann, herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung, Giuseppe. Absolut, gerne. Wohl an die Zuschauer. Jawohl, wir müssen schnell anstoßen. Deine Kamera oder Close-Up hier. Ja, super. Zum Wohl. Grappa. So, Peter, also die meisten kennen dich ja, Peter. Findest du? Ich glaube schon, die meisten kennen dich. Okay, und gut. Ich würde sagen, stell dich doch kurz vor. Das ist eine Bewerbung auch für die Frauen, würde ich sagen. Echt? Wirklich? Aber wo, in welche Kamera soll ich schauen? Du kannst da. Die da? Jawohl. Ja, gut. Was, okay. Was soll ich sagen? Also ich bin der Peter, ganz einfach, der Peter Löhmann. Ja. Bin Comedian, Zauberer, Moderator und Autor. Was wolltest du noch wissen? Sternzeichen? Ja, gern. Stier, glaube ich. Stier. Ja. Jahrgang weiß ich nicht mehr, meine Mama hat es auch vergessen. Okay. Das wäre schon zu lange her. Also. Kannst du wirklich nicht mehr sagen. Ja. Peter, momentan schaffst du ja für Telemais und Telebern. Auch, ja. Aber du bist auch ein Zauberer. Ja, genau, das finde ich auch noch. Kopf. He? Ich würde sagen, wir bleiben beim Fernsehen. Ja. Telemais, Telebern. Was machst du genau für Sendungen? Genau. Es ist wirklich toll, dass ich das habe. Seit 5 Jahren bin ich ja bei Telemais und seit diesem Jahr auch bei Telebern. Oder? Und zwar mache ich die Sendung Visite. Ich gehe zu den Leuten, klingel irgendwo, die lassen mich vielleicht inne. Ja. Da kommen die ja, es gibt die verrücktesten Situationskomiken, die dann passieren. Und du kannst bei mir Preise gewinnen, Auto, eine Reise nach Amerika, zweitägig für 14 Personen. Also du kannst alles gewinnen, weißt du. Wieso habe ich nicht gewonnen, Peter, wo du mich besucht hast? Ja, das wäre, du bist Italiener. Italiener wollen nur Spaghetti gewinnen. Okay, dann können die Kamera ausschalten. Ne? was hast du so erlebt, wo du spontan bist, Hausbesuch gemacht? Hat jemand rausgeschossen? Das gab es natürlich auch. Ja. Es ist, in 5 Jahren wurde 3-mal die Polizei gerufen. Ist kein Scherz. Polizei? Ja, Polizei. Einer hat mal seine Frau verschlor, weil sie mich in der Law hat. Die ist am nächsten Tag mit blauem Auge zur Arbeit, ohne Seich. Okay. Ja. Aber das zeigen wir auch nicht und das senden wir auch nicht. Oder mal was sehr berührend war, dass zum Beispiel ein über 90-jähriger Mann Freude hatte, dass jemand bei ihm geklingelt hat und hat sich dann in die Hose gemacht. Vor Freude? Wirklich ohne Seich. Und okay. Er hat es dann aber auch nicht gemerkt. Und dann schalten wir die Kamera ab, weil das zeige ich dann nicht. Okay. Oder? Weißt du wirklich? Es gibt aber auch lustige Geschichten, wo sensationelle Freundschaften entstanden sind und so weiter.
Ah, du machst es auch sehr gut. He? Danke dir vielmals. Das. Also, die Aura kommt über. Ich habe 10 Stutz versprochen, wenn du das sagst. Okay, das kommt alles. Das ist gut. Peter, du bist noch Zauberer. Ja. Ich habe auch schon eine Show von dir gesehen. Ja, das stimmt. Was hast du drauf im Zauber? Also, du kannst jetzt mich wegzaubern. Ja, das wäre kein Problem. Ich kann dir zum Beispiel, die Spanier haben ja euch Italiener ein tolles Gesicht angebracht bei dem 0-4, oder? Weißt du noch, ne? Das war ja auch, ne? Kannst dich dran erinnern. Das heißt, du bist geschaut, dein Fall. Nein. Okay. Wir Deutsche hatten das Gesicht. Nein, aber ich habe dir was mitgebracht. Schön, ja. Das ist aber mehr für Kinder, aber ist lustig. Komm, nimm dir irgendeinen Ballon, irgendeinen. Ja, ich habe auch einen Trick. Moment, darf ich das schnell zeigen? Ja. Darf ich das schnell zeigen? Ja. Grottenschlecht, aber ist egal. Komm, schnell Luftblase. Okay. Die Luft muss inne. So, komm jetzt, komm. Komm. Das ist jetzt kein Scherz. Ich komme noch mehr roten Kopf über, als ich schwanger habe. Ja, komm jetzt einfach inne. Warst du schon mal schwanger? Einfach pressen. Noch nie, einfach pressen. Das bei uns, bei Tele Mainz und Tele Bern, muss das jeder können, eher werden die nicht eingestellt. Das ist kein Scherz. Ohne Seich? Ja, ohne Seich, ja. Kannst du von mir nicht schauen, weißt du? Nein, eben nicht. Du bleibst da schön das bei. Das wirklich nicht. Ich bringe es wirklich nicht her. Ohren zu? Ja. Gut, das wäre jetzt zum Beispiel schon mal ein Teddybärli. Also du sagst dem Teddybär, hä? Ja. Jetzt machen wir. Hast du gern Tussi-Farbe? Ja. Sehr, sehr. Ich bin auch selber verschämt. So, pass auf. So, liebe Zuschauer, es ist gleich fertig. Gut. Schnell heben. Ja, super. Gut, okay. Ich sag nicht, dass Peter du auch Bern bist. So. Okay. So, ich habe ja gesehen, ihr habt sehr schöne Mitarbeiterinnen hier Jawohl. In diesem Hause. Muss das gerade in dieser Sendung sagen, weil meine Frau schaut mit mir meistens alle Sendungen. Aber die wissen gar nicht, wer der arbeitet. Wie lange bist du denn schon verheiratet? Schon, Moment, die Frau schaut zu, schon 6 Jahre. Und schläft sie schon durch? Ja, in der Regel schon. Ja, dann ist ja gut. Eine gute Beziehung in der Schweiz. Ist kein Scherz, eine gute Beziehung in Frau im Koma oder so stand das. Okay. Eine gute Beziehung in der Schweiz geht statistisch gesehen 2 Jahre und 3 Monate. Da habe ich aber Schwein. Ja, du kannst Glück haben und ist kürzer, aber das sind Dinge als ein Scherz. Oh, liebe Frau Catalano. Wir reden jetzt über dein Single-Leben hier. Ja. So, schau. Ist das jetzt für mich, Peter? Nein, das ist nachher für irgendeine Frau, die bei euch arbeitet. Okay, das tust du aber übergeben. Das tue ich übergeben. Aber darf ich das so hinstellen? Ja. Aber hey, das sieht ja sensationell aus. Guck hinten, OneTV, dann komme ich, dann kommt der Teddybär. Peter, aber ich wollte noch schnell das hier können. Ja, das ist nicht Liebe so. Liebe Zuschauer, komm, das. Komm. Die hellblauen gehen nicht. Ah, oh, doch, gehen auch. Aber so. Wie machst du das? Weißt, Luft vom Nein, Magen? Nein, du musst aus dem Buch. Aus dem Buch. Ja, denk an die Ex. Richtig so. Dann geht's. Also, einfach an die Ex denken. Ja. Außer du liebst sie noch. Ah oh nein, das geht's nicht. Nein, das lass probier es. Das, ja, eben. Das ist übrigens die Ballons. Ich schwitze wirklich, es geht Das ist jetzt nicht. Kein Scherz. Die Ballons sind wirklich vor 19 Jahren, wie ich mit der Zauberei angefangen habe, habe ich mit der Ballons angefangen. So genau, mit den gleichen Ballons. Ja. Aber du hast auch Mühe gehabt mit Aufblasen, Nein, gell? Nie. Wieso habe ich denn Mühe, Peter? Italiener. Okay. Italiener. Nein, das hat damit nichts zu tun. Okay. Das ist wirklich ein Bauchmuskeltraining. Das ist jetzt kein Scherz. Okay. Also, und du musst wirklich versuchen, die Luft in den Ballon zu pressen. Mhm. Und das einfach. Hör jetzt auf, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Was hast du noch für eine Frage? Peter, Moment, ich muss doch da schauen, weißt du? Ah, du hast das aufgeschrieben? Ja, ich bin super. Ja. Du hast eine Zauberschule noch besucht in Zürich. Genau. Ja, es gibt Zauberschulen. Es gibt verschiedene Zauberschulen. Also, Zaubern kannst du lernen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Jawohl. Und da gibt es verschiedene Schulen. Es gibt zum Beispiel eine in Zürich oder in Stuttgart oder in Tokio oder was auch immer. Und da lernst du bestimmte Griffe oder Techniken, die Geschichte der Zauberei und so weiter. Und irgendwann kriegst du ein Götti an deine Seite und der tut dich zur Prüfung bringen. Und irgendwann musst du eine Prüfung machen, theoretisch und praktisch. Und dann darfst du dich Mitglied im Magischen Ring der Schweiz zum Beispiel nennen, wenn du sie bestehst. Du hast sie bestanden? Ich habe sie bestanden, ja. Du hast sie bestanden. Wie lange hast du es gemacht? Ja, etwas über 2 Jahre, glaube ich, habe ich mich dann angemeldet. Ich werde den Trick nie vergessen, wirklich, ohne Scheiß. Den habe ich sogar, kennst du noch Geld oder Liebe mit Jürgen von der Lippe, die Sendung? Nein, da bist du jung. Ja. ARD? Jürgen von der Lippe, Geld oder Liebe, 7 Millionen Einschaltquote live. Wahnsinn. Und ich habe einen Trick gezeigt und ich habe gezittert wie es. Ich werde diesen Film nie zeigen. Ich habe den daheim. Nie.
Also der Peter Löhmann ist doch auch mal unsicher geworden. Nein, das war für mich das Schlimmste, was es gibt, wirklich ohne Seich. Und wenn du das bestehst, dann hast du... Dann ist alles gewonnen. Gut. Ja. Peter, wie tust du eigentlich vorbereitet auf Sendungen jetzt? Zum Beispiel für Visite. Ich glaube nicht groß. Also was ich ja mache, ist, es bewerben sich ja Leute. Heute Morgen war ich zum Beispiel in Eggewil. In Eggewil, kennst du das? Ja, das kennen wir. Eggewil ist ja. Im tiefsten Emmental. Jawohl. Und da hat sich ein Mann beworben, Familie Bachmann ist es, Walter Bachmann. Das habe ich gewusst, wo er wohnt. Und dass er Alphörner baut, ja. Schnitzt, gut. Fertigt. Okay. Und das war, wenn du dich vorbereitest, wäre es nicht gut. Ich gehe dorthin und die Fragen kommen dann in dem Augenblick, während ich mit ihm rede. Also zum Beispiel, wie lange gibt es schon Alphörner, wie viel Stunden braucht er für einen Alphorn, wie lange braucht er in etwa? 80 Stunden. 80 Stunden? 80 Stunden. Okay. Was kostet so ein Alphorn? 3000 Franken. Das vergisst du nimmer. Okay. Oder? Wenn du überlegst, 80 Stunden, 3000 Stutz, davon könnte kein Mensch normal von leben. Weißt? Aber bist du nie reingelaufen, Peter? Unvorbereitet und plötzlich... Nein. Wie ist konfrontiert das? Nein. Nie. Weil ich komme von der Bühne. Ich mache so 200 Auftritte im Jahr auf der Bühne. Mhm. Und da bist du immer in einer anderen Situation, weil du ja Leute auf die Bühne nimmst und so weiter. Und dadurch lernst du. Und ich habe, glaube ich, schon alles erlebt. Ich habe schon Idioten erlebt und ich habe aber 95% nur tolle Momente erlebt. Vielen Dank. Es gibt so Auftritte wie jetzt hier, da denkst du, es gibt Schlimmere. Es geht schlimm. Aber es gefällt mir keiner ein. Okay, merci für Nein, es ist wirklich super hier. Also wirklich, tolle Stunde. Aber dir ist wohl, ich merke, du bist ein absoluter Profi. Aber Zukunftspläne von dir, dürfen wir da etwas verraten oder lieber nicht? Mal ein bisschen darf es verraten. Also ich bin sehr stolz. Vor 3 Wochen durfte ich unterschrieben bei Pool Position, eine der größten Agenturen, die es gibt. Die haben zum Beispiel die Barbara Schöneberger exklusiv, die haben die Michelle Hunziker exklusiv. Also wirklich top Lüt. Und da durfte ich unterschrieben und die pushen mich jetzt ein bisschen. Das ist noch ein bisschen... Bestes. Mehr darf ich noch nicht verraten. Okay, es gibt viele Projekte, die angefangen sind und wo ich jetzt wirklich warte, was passiert jetzt und ich freue mich riesig drauf. Ich könnte mir aber vorstellen, der Peter Löhmann aus Schauspieler, und zwar in der Schweizer Szene. Warte doch jetzt mal ab. Ist das gut? Warte doch jetzt mal. Vielleicht werde ich so ein hier, wie heißt der jetzt gerade den Tatort gemacht hat? Wie hieß der in Deutschland da? Der nuschelt. Lass ich. Ist egal. Okay, ist egal. Nuschelt. Aber war auch gut. War auch gut. Wie heißt der? Till Schweiger. Till Schweiger. Der hatte, es Hammer. Da hast du ganz neuen Tatort, aber es gab natürlich welche, die haben gesagt, scheiß Tatort, und andere haben gesagt, guten Tatort. Peter, wieso hast du da mit mir verglichen gehabt, der Till Schweiger, liebe Zuschauer? Wegen dem Nuschel. Aber du hast ja noch eine Klammer drin, oder? Ja, einfach eine provisorische Spanne. Provisorische Spanne. Aber die ist dir gleich weg. Hört man so gut, Peter. Hat er provisorisch drin. Nein, das hörst du gar nicht. Super. Hast du nicht einen Witz mir zu erzählen? Peter, oder so? Ich habe leider wirklich keinen Witz. Ich möchte aber einen von dir. Ich habe wirklich keinen Witz. Ich bin auch kein Witzerzähler. Bist du kein Witzerzähler? Ich kann dir was erzählen, was mich letzte Woche aufgeregt hat. Ja, verzeih mir. Kennst du das Wort Tautologie? Kennst du das Wort? Ich helfe dir. Tautologie? Tautologie ist aus dem Griechischen und heißt nichts anderes als die Wiedergabe des gleichen Sachverhalts. Aha. Okay, hast nicht verstanden. Okay. Weißer Schimmel. Okay, verstehe. Also nicht das, was in der Lasagne ist. Genau, einfach ein Schimmel. Das Ross. Das Ross, Pferd. Ne? Ja, das Ross. Ein weißer Schimmel. Ein Schimmel ist immer weiß. Okay. Oder gefrorenes Eis. Ja. Runder Kreis. Ja. Schwuler Choreograf. Das ist immer dasselbe. Ich bin durch Langenthalhüt gelaufen. Ja. Habe ich ein Schild gesehen am Restaurant. Draußen, Werbetafel, stand drauf, Coffee to go jetzt auch zum Mitnehmen. Wer schreibt sowas? Kann ich schnell das Restaurant? Das ist Tautologie. Nein, darf ich nicht sagen. Okay, das wer mir besuchen. Sagt, welches Restaurant das war, darf diesen Hund behalten. So. Peter Löhmann, wie kann man dich buchen? Wie auch immer, du kannst auf allen Homepages, gib einfach in Google Peter Löhmann an. Dann kommt, irgendwas kommt sicher. L-Ö-H-Mann. Jawohl. Löhmann, ich bin der einzigste Löhmann in der Schweiz. Was heißt das? Der einzige Peter Löhmann, den man buchen kann. Nein, ich bin am Aussterben. Aussterben, aber das wollte ich noch wissen, Peter. Ganz kurz über Beziehungen. Ja. Du hast ja ähnliche Frisur wie ich, weißt du, was ich meine, Peter, oder? Und erzähl uns Beziehungen. Ja, ich habe keine. Soll ich für dich doch schauen, oder? Schau mal, hast du da irgendwas Italiener? Eine Italienerin habe ich noch nie gehabt. Noch nie? Nein. Da sehe ich aber ein schweres Problem, Peter. Und zwar, wenn WM oder EM ist.
Ja, dann reise ich aus für vier Wochen. Das ist das einzige Problem, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Dann hockst du auf dem Sofa mit deiner Frau, ja. Sie Italienerin, du liebst sie natürlich über alles. Aber alles. Über alles. Und du aus Deutschland, stell dir mal vor. Und dann, wie gewohnt, Im Jute, EM und WM bin ich für die Schweizer, okay, und für die Deutschen. Dann kommen die Spanier. Gut. Dann kommen die Engländer. Jawohl. Ukraine. Mhm. Portugal. Mhm. Malta. Mhm. Neuguinea. Okay. Italien. Nein, Italiener spielen auch super, wirklich ohne Seich. Es ist wirklich ohne Scheiß. Also, ihr seid der viertbesten Fußballspieler der Welt. Also, das kann man ja so sagen. Okay, ich gebe dir die 50 Franken später. Peter Löhmann, hast du sonst noch etwas zu erzählen, wo du gerne möchtest rauslassen? Nicht. Ich will jetzt nach Hause, mir reicht es jetzt hier. Ist genug jetzt gerade, gell? Es war toll. Peter, darf ich mich ganz herzlich bedanken bei dir und bei den Zuschauern? Und ich würde sagen, nehmen wir die Kamera zusammen, ja. Peter. Ja, komm, ich reiß ein bisschen. Wir trinken auf die Zuschauer, genau, oder? Ist das gut? Liebe Zuschauer, bleibt OneXTV gefroren. Genau. Ne? Und für immer. Gefroren für immer. Gefroren für immer. Aber auch Visite müsst ihr anschauen. Visite, Telebären, okay, und Telemais. Und Telemais. Ja, das dürfen wir sagen. Weißt du gerade, auf welchem Sender sie laufen? Bei mir auf dem 3. Auf dem 3. Liebe Zuschauer, nein, toll. Bleibt diesen Autoverkäufer immer bewogen. Gewogen und. Ich verabschiede mich so. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Weiterhin ein Vergnügen auf Schweiz 5. Das war es auf Schweiz 5 mit OneXTV. OneXTV, schalten Sie wieder ein. Tschüss!